Servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading on Air an diesem Dienstagnachmittag. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Wir haben in Bayern Feiertag, deswegen war es jetzt ein bisschen später geworden mit dem Krypto-Update. Und zusätzlich hatten wir vorhin euch nochmal ein Quant-Spezial-Update-Video hochgeladen, sprich, wo wir nur Quant analysiert haben, lang-, mittel- und kurzfristig. Also wenn euch der Coin bzw. allgemein die Analyse dazu gefällt oder interessiert, könnt ihr das auf jeden Fall gerne mal abchecken. Müsste vor circa 3 Stunden online gegangen sein. Ja, jetzt sind wir beim normalen Krypto-Update, morgen natürlich wieder in der Früh. Und ja, deswegen würde ich sagen, eins vorweg, bevor wir anfangen, wie immer, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Wer das noch nicht getan hat, gerne auch den Kanal natürlich kostenlos abonnieren. Und wenn ihr möchtet, die Glocke aktivieren. Falls ihr einen Altcoin euch wünscht, beziehungsweise den analysiert haben möchtet, ebenso gerne in den Kommentaren da lassen. Dann schauen wir, dass wir den eben zum Wochenende hin mit in unsere Analyse mit aufnehmen. So, genug vorweggelabert, wir starten direkt rein. Kryptomarktkapitalisierung immer noch leicht über der 1 Billion US-Dollar-Marke, aber trotzdem mit 0,8% im Minus. Ethereum notierte mit 0,25% im Plus bei den 20.430 US-Dollar und Ethereum hier mit ebenfalls ca. 0,3% im Plus notiert bei ca. 1.575 US-Dollar. Wir gehen mal schnell auf die Ausreißer ein. Wir haben mal Chain noch oben raus mit fast, wow, was war denn das? Jetzt damit mit 17% aktuell im Plus in den letzten 24 Stunden. Dogecoin ja ebenso mit 17% und Synthetix hier mit 5%. Noch unten raus haben wir relativ wenig. Hier haben wir Clayton mit 6%, Chainlink mit 6% und sonst PancakeSwap hier gerade noch mit 3,4%. Genau, wir gehen rüber in Bitcoin, machen uns die Zeitungen auf dem Daily Timeframe aus, gucken uns erstmal die gestrige Daily Candle an. Letztendlich nach unten jetzt hier das Low rausgenommen. Ist aber nicht allzu bearish. Wir haben immer noch hier über unseren wichtigen Highs, die wir hier gebildet haben, eben geschlossen. Daher jetzt hier erstmal noch relativ neutral. Wir gehen auf den 4-Stunden-Timeframe, machen uns die Zeichnungen an und wie immer gehen ganz kurz für die, die neu auf unserem Kanal sind, erstmal grundsätzlich darauf ein, in was für einer Bewegung wir uns unserer Meinung nach aktuell befinden. Grundsätzlich hole ich mal ganz kurz den Pinsel, gehen wir davon aus, dass wir seit den 25.000 US-Dollar eben in einer Z uns in Richtung Lower Low unter die 17.5 bewegen. Diese haben wir unterteilt in einmal ein WXY, wo wir aktuell nochmal die Y unterteilt haben in ein grünes ABC-Setup. Kommen wir letztendlich gleich dazu, denn wir gehen aktuell noch nicht davon aus, dass die B bereits drin ist, sondern dass wir jetzt hier nochmal in Richtung Higher High gehen und unsere B dann hier in diesem Bereich, grob gesagt, bei den 22.000 US-Dollar circa finishen könnten. Genau, deswegen gehen wir jetzt auf den kleineren Timeframe, um erstmal jetzt hier seitdem die genauere Analyse eben nochmal kurz darzustellen. Ja gut, letztendlich WXY haben wir, die B letztendlich mal unterteilt in WXY, hier Optimalbereich in Gelb und die Y nochmal in ein ABC, Optimalbereich in Blau gekennzeichnet. Und aktuell unterteilen wir eben die C in unseren fünfteiligen Aufwärtsimpuls. Daher haben wir jetzt aktuell, hat sich mal ein bisschen was geändert zu gestern, eben gesagt, gut, wir sind hier in der 1 hochgekommen, in einer 2 dann retraced, dann in einer sehr starken 3 hier hochgekommen, diese haben wir hier nämlich nochmal in Blau, in dem blauen Count unterteilt, sprich, dass wir jetzt hier mit einem leichten High High eben die 3 gefinisht haben, demnach jetzt hier in einer 4 runtergekommen sind, diese bereits gefinisht haben und uns jetzt in Richtung High High hier über die 21.100 US-Dollar bewegen, um damit dann hier in den Bereich, den ich eben schon mal angesprochen habe, dann die B eben zu finishen und dann in einer C in Richtung Lower Low abzuverkaufen. Falls ihr jetzt zu schnell ging, gerne mal in den Kommentaren oder in der Talk News Gruppe, die ist in der Videobeschreibung verlinkt, einfach mal die Frage reinstellen, dann versuchen wir da so schnell wie möglich nochmal das Ganze zu erklären. Das war es jetzt einfach nur kurz im Schnelldurchlauf. Ja, wir gehen ganz kurz runter auf den 15-Minuten-Timeframe, um das Ganze hier etwas besser erkennen zu können. Sprich, wir hatten jetzt hier gesagt, haben wir die weiße 4 hier erstmal ja gefinisht und würden uns demnach jetzt hier in einer weißen 5 eben hier oben dann die B finishen. Diese unterteilen wir aktuell hier in ein türkises 1-2-Setup, letztendlich der 5 ist nochmal ein 5-Teiler, sprich grob gesagt jetzt einfach mal Wunschdenken, hätten wir jetzt hier beispielsweise 1, 2, 3, 4, 5 und würden uns dann da eben nochmal in Richtung der 20.000 US-Dollar-Region bewegen und aktuell sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Grundsätzlich hatten wir gestern hier noch einen Trade, den sehe ich hier gerade noch, den haben wir noch im Chart drin, den wir euch auch in die kostenlose Telegram-Signalgruppe geteilt haben. Wurden wir abgeholt, ist in TP1 gerast. Ich glaube, es waren circa 0,22 Risikoeinheiten im Profit. Haben wir eben, da wir den SL eben auf Entry gesetzt haben, wurden wir dann da eben nochmal mit dieser Wick ausgestoppt, nachdem wir den TP1 gehittet haben. War aber all in all auf jeden Fall profitabel, damit 0,22 Risikoeinheiten. Falls euch die Berechnung zu den Risikoeinheiten interessiert, könnt ihr gerne mal das Video abchecken, das ich jetzt oben gerade beim Eck verlinke. Da haben wir unsere Risikoeinheiten, beziehungsweise unsere Rechnung, eben wie wir auf die Risikoeinheiten kommen, eben nochmal in einem extra Video dargestellt. Sprich, wenn euch das interessiert, gerne mal abchecken. Grundsätzlich aber damit ein profitabler Trade können wir den erstmal rausnehmen. Ihr seht hier unseren blauen Kasten, was auch aktuell erstmal für den heutigen Tag definitiv unser wichtigstes Level ist. Wir haben jetzt hier nämlich gerade mal, wenn wir von unserer 4 eben bis hoch zu unserer aktuellen blauen 1 eben unser Fibonacci, unser reguläres Fibonacci-Tracement ziehen, ist es eben der Optimalbereich der 2 vom 0,5er bis runter zum 0,887er. Zusätzlich kam hier nochmal eine Supportline rein, aktuell erst der dritte Test, sprich hier auch der durch
Bruch jetzt nicht allzu wahrscheinlich und wir können jetzt hier auch schon einen kleineren Pump sehen, der uns auch sehr gut in die Karten spielt. Kommen aber gleich natürlich bei Ethereum nochmal zu, denn da haben wir aktuell einen Long Trade, wo wir eben genau diese zwei versuchen jetzt aktuell zu traden. Nach oben hin raus wäre demnach jetzt erstmal hier die Ineffizienz interessant bei den 20,475, aber ich denke, bis das Video online gekommen ist, ist die wahrscheinlich schon rausgenommen worden. Wenn wir jetzt sagen, okay, der Boden ist jetzt erstmal drin, beziehungsweise hier die blaue 2 ist jetzt erstmal drin. Nächstes wirklich interessantes Level hier, das One-to-One-Ratio bei den 20,87 und dann der Optimalbereich hier an der Unterkante unserer grünen Box bei den 21.000 bis 21.240 US-Dollar. Das dann definitiv auch mal im Blick behalten. Da müssen wir aber erstmal grundsätzlich davor die Resistance-Line rausnehmen, was aber auch eben korrelieren würde, denn wir hatten jetzt hier bereits den ersten, zweiten und jetzt hier den dritten Test gesehen, sprich der vierte Test, wie wir es so oft sagen, ist statistisch gesehen meistens der Durchbruch. Deswegen sind wir hier, denke ich, ganz gut aufgestellt mit unserem aktuellen Ethereum Long Trade. Grundsätzlich sonst noch können wir unser reguläres Fibonacci Tracement mal so hier reinlegen. Golden Pocket auf jeden Fall im Blick behalten und 0,5er Fibonacci bei den einmal 20.515 und dann bei den 20.560 US-Dollar. Das ist erstmal so grundsätzlich eigentlich zu Bitcoin jetzt erstmal. Morgen früh im Update-Video gucken wir uns das Ganze dann sowieso nochmal an, aber gefällt uns eigentlich gerade aktuell sehr gut. Je nachdem können wir natürlich jetzt mal gucken, wenn wir jetzt hier nochmal hochkommen, beispielsweise, ja, ich glaube, die Ineffizienz ist schon fast gefüllt, dann nochmal runterkommen, kann man natürlich hier schon ein trendbasiertes Fibonacci-Tracement anlegen, aber dafür ist es einfach aktuell noch etwas zu früh. Ja, wir hatten ja gerade schon den Ethereum Long Trade angesprochen, können wir auch nochmal ganz kurz hingehen, das ist nämlich aktuell unsere Order im Markt. Ich glaube, es hat es noch gar nicht erwähnt. Das ist die kostenlose Telegram-Signalgruppe. Wenn ihr da reinkommen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ist wie gesagt kostenlos. Ja, dann nehmen wir einfach immer unsere Trades eben mit rein, wie wir traden. Also, sprich, ihr könnt unsere Trades nachmachen, müsst es natürlich nicht. Könnt ihr euch auch gerne erstmal selbst ein Bild davon machen, bevor ihr die Trades letztendlich blind kopiert. Genau, ich glaube, um den Trade, das müsste sein, genau bei den 1571 US-Dollar. Gehen wir nämlich jetzt mal direkt drüber. Genau, ist jetzt hier bei den 1571 US-Dollar unser Long und damit sind wir auch aktuell schon ganz gut im Profit. Ich mache mal erstmal hier unser Ding nochmal raus, gehen wir auf den 4-Stunden-Timeframe und gucken uns das Ganze hier nochmal ganz in Ruhe an, in welchem Count wir uns unserer Meinung nach bei Ethereum befinden. Grundsätzlich gehen wir nämlich hier davon aus, dass hier bereits der Boden drin ist, sprich wir sind in einer 1 hochgekommen, in einer 2 hier runter und haben hier bei den 1170 US-Dollar die 2 gefinisht, damit auch erstmal unseren ja, Boden gebildet und würden uns demnach hier in einer 3 in Richtung Higher High bewegen. Wir gehen auf einen 1-Stunden-Timeframe, gucken uns das Ganze genauer an. Ist relativ ähnlich zu Bitcoin. Wir haben jetzt hier eben gesehen, gut, wir sind in einer 1 hochgekommen, in einer 2 retraced, bisschen stärker als bei Bitcoin retraced. Und wenn jetzt hier ebenso wie bei Bitcoin eben in einer 3 hochgekommen und haben jetzt aktuell hier die 4 ausgebildet. Hatten wir auch nochmal leicht zum gestrigen Video eben angepasst, nämlich hier diesen fünfteiligen Aufwärtsimpuls, dass wir eben sagen, gut, hier oben ist die 3 drin, sprich noch nicht unser High. Sondern wir gehen hier nochmal höher in Richtung Higher High mit einer weißen 5. Und auch hier können wir nochmal auf den kleineren Timeframe gehen, denn hier haben sich auch ebenso erste One-Two-Setups gebildet, beziehungsweise eben hier in Gelb dargestellt. Bei Bitcoin hatten wir es letztendlich in Türkis, aber ist eigentlich relativ ähnlich. Und hier seht ihr auch schon unseren aktuellen Long Trade, der jetzt hier leicht im Profit ist. Sollten wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt hier bereits der Boden drin ist, können wir uns hier einmal ganz kurz unser trendbasiertes Fibonacci-Trace mit reinladen. Wären jetzt hier der Optimalbereich eben im hier oben bei den 1675 bis rauf auf die 1700 US-Dollar, was auch letztendlich hier mit der Unterkante unserer weißen Box erstmal übereinstimmt. Nach oben raus wäre jetzt hier erstmal unser Take-Profit interessant, den muss ich aber gerade nochmal anpassen, denn den haben wir nochmal etwas verschoben, und zwar auf die 1584 US-Dollar, nämlich genau eigentlich letztendlich, wo unser Wecker ist, denn wenn wir uns hier mal gerade unser reguläres Fibonacci-Retracement von der 1 bis runter zu unserem aktuellen Boden eben ziehen, kommt an dem Punkt eben genau unser 0,382er Fibonacci rein plus eben Ineffizienz. Deshalb wollen wir da uns definitiv absichern, wenn wir hier hochkommen, sind wir definitiv ja, profitabel im Markt, haben dann hier Profite genommen, SL auf Entry gezogen und sind damit dann auf jeden Fall gut aufgestellt. Aktuell hier leicht im Profit, haben wir aber auch nach unten hinaus nochmal ordentlich Platz. Ich kann auch hier das Ganze nochmal anlegen zu unserer 1 eben hoch, reguläres Fibonacci-Retracement bis runter zum 0,887. Da haben wir auf jeden Fall noch Platz. Sprich, selbst wenn das angetestet wird, kann die 2 hier auch definitiv noch drin sein, weshalb wir den SL da auch drunter gelegt haben. Außerdem kamen hier noch einige Sachen rein, und zwar, wenn wir unser trendbasiertes Fibonacci-Retracement gerade mal hier anlegen, kam im Bereich des Entries genau noch unser Optimalbereich rein. Und SL hatten wir trotzdem noch über Extension Level eben abgesichert, weshalb uns dieser Trade auf jeden Fall gut gefallen hat und sieht auch aktuell gar nicht mal so schlecht aus. Also sprich nach unten raus, definitiv jetzt hier mal das Low im Blick behalten, wollen wir aber eigentlich nicht mehr sehen, dass das bricht. Falls es bricht, keine Panik, wir haben hier auf jeden Fall die Box noch im Blick und nach oben raus unseren TP.
beziehungsweise unser High in Kombination mit der Resistance Line bei ca. den 1.607 US-Dollar und sonst dann auch erst wieder die nächsten Highs. Aber ich denke, bis zu unserem Morgen-Update-Video in der Früh sollte da nicht allzu viel jetzt hier passieren, dass wir jetzt hier nochmal in die Region von 1.645 US-Dollar erstmal kommen. Gut, das soll es an der Stelle eigentlich grundsätzlich schon zu Bitcoin und Ethereum gewesen sein. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Und sonst würde ich sagen, Trading und erst raus. Wir sehen uns entweder später in der Talkgruppe oder dann morgen früh um 7 im Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.